Hi und herzlich willkommen zurück bei Leon X und dem Club der Verrückten mit Mario und Rocco. Ja. Hallo. Und der Rocco hat hier so ein schönes Bild gemalt, passend zum Thema. Der Löwe, das Krokodil und der Fuchs. Und die Namen dazu nicht dazu geschrieben. Warum hast du die Nase vom Löwen ins O gemacht? Ich frage gar nicht. Egal. und wir spielen heute Phase 10. Wie das Spiel geht, habe ich euch vorhin erklärt. Und ich verteile erstmal die Karten. Wir fangen natürlich alle bei Phase 1 an. Hier wird keine bevorzugt. Mario hat das Spiel gerade erst kennengelernt, muss man dazu sagen. Aber es macht Spaß, ne? Das ist ein tolles Spiel. Ja. Finde ich ganz gut. Ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 10, 10. Wir fangen alle in Phase 1 an, das heißt zwei Drillinge. Und der Älteste fängt an, würde ich sagen. Erstmal den ganzen Kram hier sortieren. Achso, ich muss eine Karte ziehen erstmal. Ziehen oder nehmen, je nachdem. Geil. Rocco kann das jetzt nicht sehen, aber seine Kartenbögen sind voll unsortiert. schon mal nicht schlecht. Blöd ist, ich weiß nicht, was die jeweils brauchen. Vielleicht mal. Geh mal vorsichtig ran. Und das sind da gleich eine 6. Eine 9. Eine 6. Ich habe es gerade von hier aus gesehen. Ich bin ja, okay, das stimmt. Das okay, dann. Okay, dann kann ich jetzt. Kann es halt nicht ganz so nicht so unbedingt viel mit anfangen. Blick ab. Obwohl, es geht eigentlich. Dann. Irgendwann die Boah, wir hätten doch 12er sammeln sollen, scheiße. Du musst auch schauen wir mal. Ich! Ach Gott, warum gibt der mir immer die Karten? Ja, dann bist du Mario. So, was haben wir hier? Das sieht doch schon mal besser aus, aber es reicht Rocky, noch nicht. Du weißt schon, du hättest die Karte auch Mario geben können, den musst du nicht mir geben. Ich immer sag's ja nur nochmal. Immer so. Auf den Kleinen. Und ja, ich bin von der Körpergröße her der Kleinste von uns. Rocco. Ach man, die brauche ich gar nicht. Hier, die denke ich auch ab. Ich hätte doch die 10er sammeln sollen. Ich glaube auch. Gönn ich mir die 10er mal richtig. Ja, aber die hier kann sie jetzt nicht mehr nehmen. Nee, das nicht, aber. Das passt, dann kann ich nämlich raus. Nee. Jetzt schon? Ja. Okay, bemerke bitte die 9er und die 10er nicht mehr ab. So viel zum Thema die 10er sammeln. Okay, ich hatte ja davon eine Karte gezogen, dann ist Rocco jetzt dran, ne? Du musst eine Karte ablegen. Achso, ich muss eine ab. Warte. Dann legen wir die ab. Nice. Ja. Egal, ich nehme mal. Wow. Wer? Diesmal Mario. Ja, dann gib dir auch bitte schön den Mario. Ja. Geile Aussetzkarte. Geil. So. Dann ist Mario dran, darf die Aussetzkarte wegschmeißen. Und dann ist Rocco wieder dran. Ach man, das gibt's doch nicht. Ich hätte auch die 8 sammeln sollen. Ja, das habe ich mir auch vorhin gedacht, aber ich habe gesagt, nee, komm, lass den Quatsch. Okay,
Okay, man muss eine Karte ablegen. Du musst prozessieren. Da kommt man quasi nicht. Kommt man quasi nicht drum rum, ne? Ja, und du kannst jetzt auch zum Beispiel nicht noch einen Drilling oder noch einen Zwilling rauslegen. Das kannst du nicht, du kannst nur anlegen. Na, okay. Nee, dann. Weg damit. Brauch ich nicht. Doch die 7er Sammelzahl. Mach. Im Grunde die Karten, so wie ich sie gerade habe, würden mir eigentlich nur was bringen, wenn ihr auch rauskommt. Weil so wie ich das jetzt habe. Es kommt drauf an, womit wir rauskommen. Ja, ich direkt wieder raustun. Bringt mir eigentlich nicht viel. Boah, und ich habe ja die 12. Aber ist halt die Sache, welche Zahl sammelst du jetzt am meisten, ne? Wo ja, ja, dann, die ja, dir am Ende den meisten. Man muss noch gucken, ab wann man hier den Stapel nimmt. Dann sieht man nee, gleich den Stapel Sammel. Kannst du sowieso nicht nehmen. Genommen. Nee, nix da. Mario, du musst schon ziehen. Sammel ich die? Ich weiß es nicht. Bringt mir auf jeden Fall nicht viel. Hm. Zumindest jetzt gerade. Oh, nice. Wann kommt denn jetzt? Ich kann raus, endlich. Dann mach. Ja, nice, Rocco, gönn dir. Eins, 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 zwei. Aha. Ja, es geht. Wie drehe ich die Karte? Mit E oder Q. Der macht jetzt nicht fertig. Sehr wenig Platz gelassen zwischen den Karten, Mario. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. 11, 11, 11. 4, 4, 4. 9. Und die 1. Und die 5 kommt weg. Okay. So. Jetzt spielt jeder für sich. Armer da. Gut, sonst kann ich nicht mehr anlegen. Okay, ne, dann hast du da einen Rocker. Ablegen. Achso, ja, stimmt. Leon, du setzt auf. Komm, mach direkt Mario. Okay. Ja, ciao! Oh, dann ablegen, dann leg ich. Ja, gut. Eh nur noch eine kannst du das eh nicht anlegen. Jetzt die richtige Karte ist da gewonnen. Not the luck. Hey. Wie. Oh Gott. Okay, Mario, wie viele Punkte hast du? Okay, 10 habe ich. Ich hab 10 auch. Auf 10. Immer noch cool. Aber wir sind alle in Phase 2. Was war denn das? Ah, okay. Und auf 2 drehen. Den Würfel mal auf 2 drehen. Hat gewonnen, Mario hat die gleichen Punkte. Ergo, ich fange an. Hey, umdrehen. Ich hast du da bekommen? Ich immer, ne? Ich bin immer so frei.
ein Drilling und eine Viererfolge. Also das, wo du vorhin die Frage zu hattest. Kann ich rauf? Lol. Eins, zwei, Drilling. 11, 10, 9, 8, 7. Oh, hast du einen Lack? Und weil, weil du vorhin so gehässig warst, Rocco. Ach, Mano. Mario darfst ziehen. Muss zuerst ziehen. Zuerst ziehen, okay. So viel Zeit muss sein. Okay. 1, 2, 3, 4. Mensch, könnte ich bei dir quasi eine 5 könnte ich jetzt anlegen. Ja. Und hier könnte ich eine 12 oder anlegen. Eine 6. Ja. Wir sind jetzt auf 12 oder 6 kannst du anlegen. Du könntest auch sogar richtig fies sein, wenn du eine 9 hast, könntest du den Joker ersetzen. Ist das jetzt eine 6 oder? Das ist eine 6. Das ist eine 6, okay. Dann ja, würde ich den Joker dadurch ersetzen, wenn das geht. Nee, durch die 9. Nicht durch die 6. Achso, ich die. Aber du kannst die 6 hier dranlegen. Die 6 kannst du schon hier dranlegen. Das geht. Achso. Ist ja 6, 7, 8. Ist ja dann immer noch nicht. 6, aber wenn du dann. Wenn du eine 9 hast, kannst du dir quasi den Joker wegnehmen und die 9 da reinsetzen. Okay, ne, 9 habe ich nicht. Ich habe aber noch einen Joker. Und da mache ich dann quasi eine 12 dran. Okay, das geht. Okay, ja. Mehr kann ich auch nicht machen. Du kannst auch die 5 hier klauen. Den Joker klauen durch die 5. Ja, aber Philipp, das ist Rocco, wenn er eine 5 hätte, dann hätte ich schon längst hier angelegt wahrscheinlich. Ich habe aber keine 5. Das hätte ich sehr gemacht. Dann musst du ablegen. Ich muss aussetzen. Erstmal muss der Mario sowieso noch ablegen. Ja gut. Ja. Da. So, Philipp, jetzt darfst du den Joker weglegen, Rocco. Den aussetzen, meine ich. Ja, alle Joker drauf. Easy alle win. Alle Joker weg. Dann hab ich direkt gewonnen. Guck mal, Mario, kommt dir die nicht bekannt vor? Na? Du bist dran. Ich kann auch jetzt grad nichts machen. Das sieht wieder nach 10 Punkten für mich aus. Bringt mir nix. Muss ablegen. Kommt ja auch noch nicht. So. Rocco, deine Karten sind noch nicht mal geordnet. Was ist da los? Ja. Na, was mache ich denn jetzt? Ja, Skandalo, Rocco. Der braucht keine geordneten Karten. So, Leon, du setzt aus. Okay, dann zum Mario dran. Wie war das, Leon? Mit einer 9 kann man den Joker setzen? Ja. Yep. Würde ich das sogar machen. Okay. Oh, no. Warte. Nimm mal den weg, sonst kann ich die 8 hinterher nehmen. Achso. Oder so. Alles gut. So. Yep. Ja, Rocco, dann hat der Mario wohl gewonnen. Ja. Muss den Joker, das ist jetzt eine 4 oder eine. Du kannst ja den Joker oben ablegen. Obwohl. Der kann ja den. Ja, so. Du kannst den Joker überall dran legen, ist ja ein Joker. Eine Sache ist, wenn das ist dann jetzt. Das ist eine 12, das ist dann ja. Eine 10. Ist doch. Eine 12. Das ist völlig egal, wo du den Joker dran legst. Du hast so oder so gewonnen. Legst du den Joker weg und legst dann noch eine ab. Dann ist die Hand leer. Ach so, okay, ja gut, das. Ja. Kurz hast du. Okay, mach aus, klar. Ja, hab ich 10. Mhm. Nice. Oh, Rocco, zähl mal zusammen. Was da passiert? Ich hab 60. 60? Das ist belastend. Und er ist immer noch in Phase 2. Wir sind in Phase 3. No. Wow! Na, was war das? Ich bin gerade ernsthaft zurückgewichen, nur von mir mit dem Stuhl zurückgekommen. Was für die Karte da? Das weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Junge, bleib doch mal locker, chill mal aus! Alles erstmal hier runterschmeißen. So.
Das ist nicht geplant gewesen. Verzeihung. Ich fand's lustig. Da du das lustig fandst, war mir schon klar. Gut, sind alle Karten da. Mario, Würfel umdrehen. Oh, so geht das gar nicht. Was machst du da, Rocco? Das sind vier Karten. Ja, oh gut, okay. 6, 6, 6. Und Rocco hat verloren, also fängt er an. Was haben wir denn als nächstes? Ein Vierling, eine Viererfolge. Rocco, das Aussetzen darfst du jetzt nicht nehmen. Du musst jetzt eine Karte ziehen, ob du willst oder nicht. Ein Vierling oder eine Viererfolge? Ach man, oh, wieso kann ich nicht auffächern, die Karte? Nee, das ist schwieriger. Egal. Ups. Nein. Ja, ich glaub, die Runde wird ein bisschen länger dauern. Glaube ich nicht. Ich hab so das Gefühl, dass der Rocco jetzt ein grandioses Comeback startet. Return of the Rocco. Rocco Strikes Back. Return of the Crocodile. Da 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 da. Ach, Mist, da, 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 da. Wie jetzt? Nein, ich meinte eine, damit ich rauskomme. Du darfst doch jetzt ziehen! Achso. Meine Güte. War das die Karte, die dir gefehlt hat? Nö. Schade. Da musst du ablegen. Ja, ich überlege gerade. Ja, das ist jetzt halt. Ja, mehr Zeit. Die nehme ich mal. So frei, ne? Das Ätzen geht er nicht. Die habe ich vergessen. Ach Mann, oh. Danke für die Klasse 7, Marco. Und Mann, ich hasse das. Hier ist mein Fehler. Ja, stark. Und der Mario kriegt die 4. Ja, die gönn ich mir doch mal direkt, ne? Nimm dir. Na, was legen wir denn dafür ab? Ich würde sagen, wir legen 12 ab. Das ist dumm, die hätte ich behalten. Weil hier ist eine 11, ne? Kann ich dir das einfach da drauflegen? Nein, dafür musst du rausgekommen sein. Achso. Erst okay. Rauskommen, dann anlegen. Bin ich dran? Jupp. Dann bist du dran, ja. Boah, die Karte will ich auch nicht. Ich werde im Hintergrund nachher, wenn ich das Video schneide, ein bisschen Musik hinterlegen. Ja, vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich bin fertig. Ne? Ah, nein, du bist schon fertig. Ja, warum hast du die 6 abgelegt? Natürlich nehme ich die doch. Ja, okay. Stimmt. Zusammenzählen bitte. Ja. Oh Gott. Oh Gott, das wird wieder teuer. Oh Gott. Bei Mario wird es nicht ganz so teuer. Mario. Aber Rocco wird es ein bisschen teurer. Mario hat. Was wollen wir die ab 10? Sind das dann ab 10? Ab zweistellig Punkte, 10, oder? Ja. Ab zweistellig 10. Zweistellig 10, also 10. 30, 55. 40, 5. Ja, genau. 65. So viel hast du? Ja.
Ja, ich lese mal vor, ne? Leon führt mit 20, Mario dahinter mit 65 und Rocco ganz hinten mit 125. Auf den Stapel legen, du Wahnsinniger. Leute. Mario! Ich krieg dabei Paranoia. Ich gehe jetzt mal mit dem Stuhl zurück. Sehr gut.